Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere und zur letzten Folge hier mit dem Bayern Logo. Es gibt ja noch eine Folge, wo wir mit der Nationalmannschaft die EM spielen werden. Heute blicken wir aber noch einmal zurück auf diese letzte Saison mit den Bayern und gucken auf alle Statistiken. Wie gewohnt das Ganze, werden wir einfach alles hier nochmal ganz trocken durchgehen. Zunächst internationale Wettbewerbe und dann unsere Wettbewerbe und zum Schluss dann natürlich unsere Teamstatistiken. Und damit starten wir gleich rein und es geht natürlich los mit der Champions League. Und zwar waren wir da ja mal wieder in einer leichten Gruppe gelandet und haben auch komplett durchrasiert, muss man ganz ehrlich sagen. 12 Tore, 2 Gegentore, das ist wirklich sehr, sehr stark. Und hatten ja doch einige Überraschungen mit Juventus hier, die ausgeschieden sind. Das war natürlich schon sehr, sehr seltsam. Und dann ging es weiter in die K.O.-Phase. Am Ende stand ein 4-1-Sieg im Endspiel. Der Weg dahin war relativ verhältnismäßig leicht. Gegen Prager haben wir beide Spiele simuliert. Beides auch zu Recht, weil Prager ist zwar ein guter Verein, aber ja, unsere Mannschaft ist einfach sehr, sehr viel besser. Gegen Real Madrid war es ein knappes Ding im Rückspiel. Wir hatten lange 2-0 geführt oder bis spät in der Partie. Und dann kam wie aus dem Nichts 2 Tore von Real. Dann wurde es nochmal richtig eng, aber aufgrund der Auswärtstorregel haben wir uns dort durchsetzen können. Das Halbfinale wiederum war eine sehr deutliche Angelegenheit. Ein 10-1 insgesamt. Dazu muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Gucken wir aufs Endspiel, 4-1 gewonnen gegen Liverpool, auch das eine echte, ja, einfach eine Machtdemonstration von uns und ein super Abschluss für diese Karriere. Und damit haben wir die Champions League durch. Natürlich gucken wir da nochmal auf die Torjäger, was mich sehr interessiert. Am Ende wurde Gabriel Barbosa mit 13 Toren Erster, obwohl er gegen uns, als wir gegen Inter gespielt haben, nicht ein Tor erzielt hat. Jovic nur auf 2 zusammen mit Diego Costa mit 7 Toren. Havertz, Rodriguez und Robben teilen sich mit 4 Toren den 9. Platz und 3 Tore haben Gnabry, Kimmich als auch Ribéry erzielen können. CXC und Boadu auch immerhin noch mit 2 Treffern. Wer hat die meisten Vorlagen? Mein Tipp wäre Kimmich vielleicht. Wie sieht es da aus? Kimmich ist gar nicht dabei tatsächlich. Okay, es sind Alaba, Havertz und Gnabry dabei mit 4. Dann haben wir Davis, Kimmich, Ribéry und Müller mit jeweils 2. Und Jovic, Rodrigo und Dest Rodrigo. James Rodriguez mit jeweils 1. Also denke ich mal eine sehr gute Saison für uns. Und damit gucken wir schnell auf den Sieger der Euroleague. Das ist RB Leipzig geworden. Die standen ja mit uns auch im DFB-Pokalfinale, was wir dann relativ eindeutig gegen Leipzig gewinnen konnten. Und ja, ich glaube, die haben ein ziemlich gutes Team, haben auch in der Liga richtig gut gespielt und ich glaube, hier wird ja Timo Werner ziemlich gut dabei gewesen sein, genau, mit 6 Toren. Immerhin auf Platz 3, Reus mit 7 Toren auf Platz 1. Dann haben wir das soweit abgehakt und können reinspringen in die internationalen Wettbewerbe und starten mit der englischen Premier League. Und dort sehen wir Liverpool an der Spitze, unser Finalgegner. Die waren noch echt gut im Finale. Die haben einen guten Kader, muss man ganz klar so sagen. Und deshalb wundert mich das ich jetzt hier nicht so wirklich. Ich denke, das geht völlig in Ordnung, dass die Premier League gewonnen haben. Ja, die Top 6 sind auch ganz vorne mit dabei. Leicester auf der 4 sehr, sehr stark. Und damit haben wir die Premier League abgehakt. Da gucke ich aber gerne noch auf die Torjäger. Wer ist es? Aguero und Tammy Abraham, als auch Cutrone, jeweils nur mit 18. In der Premier League kann man da eigentlich ein paar mehr Tore erwarten, weil die haben ja auch 38 Spieltage, nicht wie in der Bundesliga 34. Aber naja, 18 Tore muss man auch erstmal in dieser Liga erzielen können. So, machen wir weiter. Es geht nach Frankreich. Wer hat die Liga gewonnen? Es ist, ja, man kann es sich denken, PSG, brauchen wir nicht viel drüber zu reden. Meiste Tore gehen an Kylian Mbappé. So, dann machen wir gleich weiter mit Italien. Wer ist es da? Vielleicht Inter, die waren ja sehr gut dabei. Juve in der Gruppenphase schon rausgeflogen, vielleicht Inter? Nee, es ist dennoch Juve, die in der Liga immerhin, ja, im Soll waren und Inter in die Schranken weisen konnten mit immer noch Ronaldo mit 20 Toren. Das ist schon eine echte Aussage. Dybala auch mit 16 gut dabei. Und damit haben wir auch die italienische Liga abgehakt. Wer wird es in der Eredivisie? Es wird PSV Eindhoven. Oh, das ist eine Überraschung. Ich hatte mit Ajax gerechnet, um ehrlich zu sein. Wir hatten da so rasiert. Donny van de Beek ist gut dabei. Yeboah, ein Deutscher.
und von PSV dann Daniel Mahl natürlich und Pereiro, ein Uruguayer. Sehr interessante Spieler. Vielleicht auch für unsere neue Karriere in PES 21. Wer erfahren möchte, mit welchem Verein es da reingeht, ich habe es ganz am Ende der letzten Bayern-Folge gesagt. Also wenn ihr es wissen wollt, schaut da gerne noch einmal rein. Und bevor ich es vergesse, ich wollte es eigentlich direkt am Anfang des Videos sagen, schreibt mir euren Lieblingsspieler dieser gesamten Karriere und den besten Spieler der letzten Saison rein. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und ich glaube, ich werde es auch nochmal vor das Video einmal schneiden, damit es auch wirklich jeder macht. Damit man gleich, wenn man auf Videos geht, das sieht. Das würde mich nämlich wirklich unfassbar interessieren. Wer ist euer Lieblingsspieler der gesamten Karriere gewesen über all die Jahre? Und wer ist der beste Spieler der letzten Saison gewesen? Also das sehr, sehr gerne reinschreiben. Das interessiert mich wirklich, wirklich sehr, sehr doll. Wer hat die Liga NOS gewonnen? Es ist Sporting. Okay, auch das überraschend. Auch das wirklich überraschend. Porto nur Vierter, weit abgeschlagen. Und hier sehen wir Gelson Dala mit 11 Toren. Also viele Tore erzielen die dann nicht, ne? Okay, machen wir weiter. Spanien nochmal hochinteressant. Wer wird es? Barca. Barcelona. Ja, interessant. 100 Punkte haben sie geschafft. In echt steht da ja wohl ein Umbruch an. Lewandowski und Messi teilen sich den ersten Platz mit 17 Toren. Auch das nicht schlecht. Lewandowski ja, der uns ja nach einem halben Jahr schon in dieser Karriere verlassen hat. Ja, kein großer Teil der Karriere war, aber auch der kann natürlich euer Lieblingsspieler sein, theoretisch. Ja, interessant, interessant, aber viel dazu sagen kann ich jetzt nicht. In die Schweiz gucken wir noch ganz schnell. Ich denke, die Young Boys werden es gemacht haben, haben sie auch vor Basel wieder. Und Huraru da wieder mit sehr, sehr vielen Toren. Türkei, einmal rein, Fener hat es gemacht. Wer ist da? Der beste Torschütze. Den Namen versuche ich gar nicht erst auszusprechen am besten. Das geht eh nur schief. Jetzt kommen wir zum wirklich interessanten. Die Bundesliga hat mal wieder der FC Bayern gewonnen mit 34 Siegen aus 34 Spielen. RB Leipzig dahinter mit einer Wahnsinnssaison. Die waren richtig stark. Haben nur leider das Pech, dass sie mit uns in einer Liga spielen. Sonst hätten sie ganz klar das Ding hier gewonnen. Haben ja auch die Euroleague gewonnen und standen im DFB-Pokalfinale. Also sozusagen das Beste daraus gemacht, was man machen konnte. Und ja, ansonsten ist es ein gewohntes Bild, muss man sagen. BVB ganz gut dabei. Hertha tatsächlich nicht so gut wie die letzten Jahre. Sonst waren sie nochmal einen Tick besser. Aber auch so, ja, die haben hier einen richtig guten Job gemacht. Wir blicken auf den Top-Torschützen. Das ist kein Spieler vom FC Bayern. Und das ist schon wirklich krass. Es ist Timo Werner, Sertan, dann auf 2. Zudem kurze Erklärung, das ist eigentlich Weghorst, aber weil Weghorst in echt jetzt, also weil Weghorst im Nachhinein zu PES dazu geaddet wurde durch die Nationalmannschaft, musste ich diesen Weghorst, den ich erstellt habe, halt umbenennen. Und deshalb heißt er hier Sertan, keine Ahnung. Also ist eigentlich Weghorst, nur für die, damit ihr es wisst. Sko, sehr, sehr stark gewesen, Embolo und dann kommen erst unsere Spieler mit Robin. 11 Tore einfach mal gemacht in seiner ersten Saison für uns. Gnabry auch nochmal mit 11, sehr, sehr stark. Müller immer mit 10, Jovic mit 10, Boadu ganze 9, James 8 Stück, Zirkzee hat 7 und Kimmich hat 6. Also Ribéry, wundere ich mich gerade, dass der hier gar nicht drin auftaucht. Hatte ich da eigentlich erwartet, aber vielleicht taucht der hier mit auf bei den Vorlagengebern. Es ist Kimmich mit 11 wieder an der Spitze, Alaba mit 9, auch sehr gut dabei. Dann haben wir James und Ribéry mit jeweils 7, die auch sehr, sehr gut sind. Und wen haben wir noch dabei mit jeweils 4, Havertz, Soumaré und Kamavinga. Also eine gute Saison von uns als Team. Die individuellen Titel, die gehen zumindest ausnahmsweise mal nicht alle an uns, denn Timo Werner hat sich den Torschützenkönig, die Torschützenkanone geholt. Spieler der Saison wurde Serge Gnabry. Für mich auch einer der Optionen für die Spieler der Saison bei uns im Team. Insgesamt Kimmich, bester Vorlagengeber. Auch der natürlich wieder eine Option dafür. Denn der ist einfach Weltfußballer geworden. Das ist sowieso so geil. Wir sind bester Trainer geworden. Ich denke, da muss man jetzt keine Lanze für brechen. Mannschaft der Saison haben wir uns schon einmal angeguckt vor 2 Folgen. Bei uns dabei sind Hernandez, Alaba, Kimmich und natürlich dann Serge Gnabry. Also, das haben wir abgearbeitet. Pokal haben wir gewonnen, 14-0 im Endspiel gegen Leipzig. Starkes Ding.
Torjäger, bester Embolo. Vor Ribéry hier hat er ganze 3 gemacht. James auch mit 3. Alleine 2 davon im Finale. Gnabry, Jovic jeweils 2 und 1 von Müller. Und Zirkzee gab es auch noch. Bester Vorlagengeber wird Müller, Gnabry, Rodriguez, Grealish, Baku, So und Forsberg jeweils alle mit 2. Dann haben Soumaré, Kammerfinger und Robin noch jeweils eine für uns. Und ja, es ist halt Pokal, da gibt es nicht so viele Scorepunkte. Gucken wir auf die Mannschaft des Turniers. Jovic, Rodriguez, Kimmich und Neuer von uns dabei. Muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Individuelle Titel, Neuer bester Spieler, Embolo bester Torschütze, Müller Vorlagenkönig und wir bester Trainer. Und damit haben wir die Wettbewerbe soweit durch und blicken jetzt gleich auf die, ich wollte mir noch eine Sache angucken. Und zwar erstmal Euro. Gegen wen sind wir in der Gruppe dabei? Gegen Portugal, Bosnien und Österreich. Das gibt es dann ja nochmal in einigen Tagen oder vielleicht auch in der Woche erst, dass wir die EM in einer Folge komplett durchspielen. Freue ich mich schon drauf. Das gibt es dann bald zu sehen. Und was ich noch nachgucken wollte, ist individuelle Titel. So, wollte ich euch nochmal zeigen. Clubrangliste sind wir übrigens Erster, nur für die, die es interessiert. Weltbester Spieler, Joshua fucking Kimmich vor Mbappé und Ronaldo. So geil. Es ist so geil. Wir sind weltbester Trainer. Aber das sind wir ja häufiger geworden. Bester Spieler Europas wurde übrigens Berger in diesem Jahr. Krass. Müller hat das ja auch einmal gewonnen in unserer Karriere hier. Und ja, das wollte ich jetzt nochmal zeigen. Und jetzt geht's in die Mannschaftsstatistiken. So, und damit gucken wir hier noch einmal rauf. Neuer. Super Saison. Hatte eine kurze Schwächelphase kurz vor den K.O.-Spielen in der Champions League. Daran erinnere ich mich noch. Aber dann hat er wirklich wieder Gas gegeben und sich ganz klar vor Nibel gesetzt. Aber so Pokalfinale, Champions League-Finale wirklich sehr, sehr stark gewesen. Kouassi hat sich jetzt zuletzt komplett für mich in die Startelf gespielt, weil Süle geschwächelt hat und auch mittlerweile sogar tatsächlich ein bisschen Gesamtrating verliert. Das ist schade, dass er mit gerade mal 29 oder sowas schon krass an Rating aktuell verliert. Und deshalb Kouassi aktuell richtig gut gewesen. Champions League als auch DFB-Pokalfinale souverän gespielt. Und für mich würden wir noch weiterspielen. Stammspieler neben Hernandez, der auch wirklich sehr, sehr stark ist. Der hier der nächste auf unserer Liste ist. Auch der eine super Saison gespielt. Dumfries. Ja, ich liebe den Typen. also ich finde ihn wirklich genial. Rechtsverteidiger spielt er als Flügelspieler mehr als Rechtsverteidiger. Er ist unfassbar bullig, ist sehr, sehr stark in den Zweikämpfen und das zeichnet ihn wirklich aus. Kann auch Innenverteidiger spielen, hat das ein, zweimal bei uns getan, war jedes Mal sehr souverän. Davis, 37 Spiele, 2 Vorlagen, geht in Ordnung. Aber ja, ich sag mal so, Alaba ist doch noch besser. Er ist besser, vom Rating nicht mehr, vom Pace nicht mehr, aber vom Spielerischen ist Alaba doch nochmal eine Stufe über Alphonso Davies. Joshua Kimmich, wow. Joshua Kimmich, wow. Unglaublich. Unglaubliche Saison. 6,4 Durchschnittsbewertung. Das ist so stark. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, ne, unglaublich gut. Joshua Kimmich hat wirklich bewiesen, warum er zum Weltfußballer gewählt wurde. Ganz, ganz starke Saison von ihm. Kammerwinger haben wir als nächstes. 3 Tore, 6 Vorlagen, auch sehr, sehr stark. Für mich das Mittelfeldduo par excellence. Also, die gefallen mir so gut zusammen. Kammerwinger und Kimmich, das ist wirklich die Doppel-6, beziehungsweise ein 8er und ein 6er, die wirklich diese Karriere auch geprägt haben in einem bestimmten Teil. Also Kammerwinger kam ja zur zweiten Saison, eine Saison Einfindungsphase und dann 3 Jahre lang neben Kimmich eigentlich Stammspieler. Ganz, ganz stark Kammerwinger. Machen wir weiter mit dem Spieler der Karriere, meiner Meinung nach, mein Lieblingsspieler in der ganzen Karriere, Thomas Müller. 29 Einsätze, 13 Tore, 5 Einsätze, immer noch. In einem gehobenen Alter fast nicht mehr Stammspieler gewesen. In beiden Finalen aber noch als Stammspieler gespielt, 90 Minuten durch, weil er einfach
zum Ende der Saison nochmal wieder richtig aufgedreht ist, ähnlich wie bei Neuer. Saustark, Thomas Müller. Ribéry. Fuck, war das geil. Es war die beste Entscheidung, dass wir Ribéry zurückgeholt haben für die eine Saison. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dem Typ zu spielen. Unglaublich, unglaublich. Also wenn man einen geilen Regen haben will, dann soll man sich Ribéry holen. 38 Einsätze, 12 Tore, 10 Assists. Erste Saison. Der Typ ist hier im Spiel, glaube ich, 18 oder so. Und hat eine 81er Gesamtrating. Und der spielt sie, jetzt hätte er eine 95. So geil, so unfassbar geil. Ribéry. Serge Gnabry. Wow, was eine Saison. Was eine Saison. Kurzzeitig ein bisschen weniger gespielt, weil Robin kam. Aber sich dann ganz klar gegen den Holländer durchgesetzt. Ganz klar. Also Gnabry wirklich überragend. Für mich einer der Kandidaten für den Spieler der Saisontitel. Jovic. Wieso spielt er so wenig? Also wir haben wirklich das Luxusproblem, dass wir zu viele gute Stürmer haben. Auf der einen Seite haben wir Jovic, der Stammspieler ist. Auf der anderen Seite haben wir Boadu und Zirkzee, die beide unfassbar geil sind und ausspielen sollen. Deshalb nur 28 Einsätze, deshalb nur 21 Tore. Dazu nur 3 Vorlagen. Also die Quote ist genial. Die ist wirklich genial. Würde er so viel gespielt haben wie Gnabry und Co., würden da locker die 30, 35 Tore stehen. Also das ist so, das haben wir meiner Meinung nach nicht perfekt geplant mit unseren 3 Stürmern. Aber wir wollten einfach keinen abgeben. Bei Boadu sah es ja vor der Saison lange so aus, als würde er uns verlassen. Wurde dann aber doch revidiert. Er hat seinen Vertrag dann doch noch verlängert. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist eine so große Legende, dieser Typ. Der darf nicht gehen. Und deshalb ging er nicht. Und ich glaube, es war okay, die Entscheidung. Es war okay, es war nicht ideal, aber es war definitiv okay. Nübel, auch zur zweiten Saison damals gekommen. Hat sich sehr gut entwickelt als zweiter Keeper. Er wäre bereit, Neuer zu beerben, wenn Neuer hier in PES auch irgendwann mal seine Karriere beenden will. Also der ist jetzt 38 oder so, Manuel Neuer. Aber Nübel, ganz, ganz toll. Der ist wirklich richtig gut geworden. Machen wir weiter mit Niklas Süle, 32 Einsätze. Wie gesagt, wurde am Ende von QSI etwas ersetzt, weil Süle mir nicht mehr so gut gefallen hat die letzten Spiele. Aber ansonsten super, super Saison auch von ihm. Und jeder hat mal ein kleines Tief und Niklas Süle hatte das eben auch. In bei der EM ist er aber wieder als Stammspieler eingeplant erstmal. David Alaba, ich habe eben bei David schon über ihn gesprochen. Unglaublich. Unglaublich, ein Tor, 14 Vorlagen. Teilweise Linksverteidiger gespielt, teilweise Innenverteidiger, teilweise ZM. Und immer performt, defensiv wie offensiv. Ganz, ganz toll, David Alaba. Benjamin Pavard, auch super. Auch einiges im Mittelfeld gemacht, zu wenig eingesetzt dafür, dass er wirklich ja, zufrieden sein kann. Aber unser Kader ist einfach zu breit, als Rechtsverteidiger kaum noch gebraucht, weil wir Dest und Dumfries haben. Innenverteidiger teilweise gespielt, wie gesagt, Sechser gespielt auch. Aber auch manchmal Rechtsverteidiger und alles gut gemacht. Also der könnte wirklich mehr spielen und hätte es auch verdient, aber der Kader war zu groß. Soumaré, wieder so ein Opfer des zu großen Kaders. Ein toller Spieler, ein wirklich toller, toller Spieler. Hat sich sehr gut entwickelt in dieser Karriere. Haben wir ja jetzt auch erst vor dieser Saison gekauft als Backup im ZDM, weil wir gesehen haben zum Saisonstart, oh, das könnte schon eng werden über die Zeit. Hat nur 17 Spiele gemacht, aber alle souverän. Ja, er hat nur das große Problem. Er kann eigentlich nur im ZM spielen, im ZDM und ZM. Und da stehen Kamavinga und Kimmich. Und die sind halt einfach gesetzt. Also, dennoch ein super Spieler, den kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Kai Havertz, auch er, erst vor dieser Saison gekommen. Wir hatten ja nochmal einen dicken Umbruch vor dieser Saison. Das sieht man hier wirklich. Auch er, eine gute Saison gespielt. Ich glaube, der kann noch mehr. Bei der EM werden wir noch ein paar Spiele von ihm sehen. Und ja, 11 Tore, 8 Vorlagen, das spricht für sich. Das ist schon ein sehr guter Wert, aber er kann auf jeden Fall noch mehr. Hat noch nicht ganz seine Rolle gefunden. Teilweise richtig gut im Aufbau, teilweise auch sehr, sehr gut, wenn es vorne zum Finalisieren geht. Aber
Ja, es ist auch schwierig, weil wir haben vorher mit Müller einen sehr eigensinnigen oder einen sehr, nicht eigensinnig, sondern sehr, seltsam ist nicht das richtige Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ein sehr, ja, jetzt weiß ich das Wort genau nicht, also einen sehr speziellen, das passt gut, speziellen Spieler gehabt, der halt wirklich nur in dieses eine System reinpasst mit der Hinterstürmerposition und dann einfach das macht, was Müller halt macht. Das kann man nicht genau beschreiben, er macht einfach das, was Müller macht. Und dann kam Kai Havertz, der ihn ersetzen sollte, und der musste dann erstmal seine Rolle finden im System, musste das ganze Team muss sich erstmal da ein bisschen dran anpassen. Aber alles in allem fand ich das sehr gut. Kommen wir zu Zirkzee. Sehr stark, 16 Spiele, 11 Tore, mehr muss man dazu nicht sagen. Einfach sehr, sehr stark. Immer da, wenn man ihn braucht. Früchte, 8 Spiele gemacht als dritter Keeper. Wäre auch bereit, die Nummer 2 zu werden hinter Nübel, wenn Neuer aufhört. Kabak, ein bisschen untergegangen diese Saison. 20 Einsätze in Ordnung, kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich jetzt nicht so viel von ihm gesehen diese Saison. Aber wäre auf jeden Fall auch eine Option für die Innenverteidigerposition, falls wir dort irgendwann mal ja, hätten etwas tun müssen. Aber ein sehr, sehr guter Spieler, Ozan Kabak. Jerome Boateng, der nächste Regen, 5 Spiele immerhin gemacht, kam ja erst im Winter zu uns. Fand ich sehr, sehr cool, dass wir ihn nochmal für ein halbes Jahr geholt haben. Hat Spaß gemacht und ja, stark. Stark wirklich, den hätte ich gerne noch ein bisschen länger gespielt. Dest dann, der kam mal jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, zu uns. Und hat das auch gut gemacht. 26 Einsätze, 2 Vorlagen. Dumfries noch ein bisschen vor ihm, aber Dest, der hat auf jeden Fall gezeigt, was er kann. Sandro Wagner im Champions League-Finale gespielt und einmal in der Simulation und da hat er einfach 3 Tore gemacht, fällt mir gerade auf, weil er 2 Einsätze, einen davon im Champions League-Finale, einen irgendwo in der Simulation und in der Simulation hat er 3 Tore gemacht. Also der wäre auf jeden Fall noch interessant für die Zukunft gewesen. Ich hatte meine Karriere, wo ich nur simuliert habe in PES. Und da war Sandro Wagner irgendwann als Region auf einer 90. Also der kann richtig durch die Decke gehen. Ja, bei uns leider nicht so sehr, weil wir einfach nicht die Zeit hatten und viel zu viele Stürme haben. Aber der ist auf jeden Fall hat ein ziemlich gutes Potenzial. Cuisance, ähnliche Situation wie bei Soumaré. Der hat sich ja wirklich bei uns gut entwickelt, der Herr Cuisance. Ich bin kein großer Fan von ihm gewesen, hat aber gezeigt, dass er es wirklich drauf hat. Und 16 Einsätze, 1 Tor und 4 Vorlagen sind da eine sehr gute Statistik meiner Meinung nach. Und der ist auf jeden Fall ein guter Ersatzmann für diese letzte Saison gewesen. James Rodriguez. Wow. Gebt euch die Zahlen. 30 Einsätze und ebenfalls 30 Scorepunkte. Also irgendwie scheint ihn den Wechsel auf die Nummer 11 nochmal komplett geboostet zu haben. Weil seitdem geht er einfach so durch die Decke. 18 Tore, 12 Vorlagen, 30 Spiele, 30 Scorepunkte. Ich kann es nicht oft genug sagen. Unfassbar. James Rodriguez im Alter von 33 oder 32. Das muss man sich geben. Das muss man sich geben. Super Spieler. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn so viel spielen zu lassen. Auch auf dem Flügel vor allem bei uns gespielt. War sehr, sehr erfolgreich. Arjen Robben, der nächste Region. Der ja auch erst vor dieser Saison zusammen mit Ribéry kam. 32 Spiele, 16 Tore, 3 Vorlagen. Nicht ganz so gut wie Ribéry, aber auch schon sehr, sehr gut. Und wurde dann ja nachher in der Saison etwas von Gnabry auf die Bank verdrängt. Aber gegen Gnabry auf die Bank verdrängt zu werden, ich glaube, das ist so ähnlich wie von Messi auf der Bank verdrängt zu werden. Also das geht in Ordnung. Und hat ja auch danach noch gute Spiele gemacht. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit ihm und das war auch eine tolle Entscheidung, ihn zurückzuholen zu den Bayern als Region für diese letzte Saison. Kommen wir zu einem Landsmann von ihm. Zum Abschluss, es geht um Boadu, eine Legende der Karriere, eine absolute Legende der Karriere, der auch nochmal 13 Tore und 2 Vorlagen in 24 Einsätzen machen konnte. Und ja, wie gesagt, wir haben einfach das Luxusproblem, wir haben zu viele gute Stürmer. Von den 3 könnte jeder Stammspieler spielen, also jeder hat eine super Quote. Und ja, das ist wirklich unser Luxusproblem und er auch eine sehr gute Saison gespielt. Also ich glaube, ich habe zu niemandem wirklich was Schlechtes gesagt. Es hat mich einfach alles sehr, sehr gefreut. Es hat mir richtig Spaß gemacht, diese letzte Saison mit den Bayern. Und ja, wie gesagt, er startet bald etwas Neues und wir gehen noch einmal in die EM rein mit Deutschland hier in dieser Karriere. Das freut mich auch nochmal sehr, das zu spielen. Und dann gibt es ein neues Kapitel in PES 21. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst deinen
ein Abo da und lasst einen Daumen da, wenn euch diese Karriere gefallen hat. Denkt dran, euren Lieblingsspieler der gesamten Karriere reinzuschreiben und euren Lieblingsspieler oder den besten Spieler dieser Saison reinzuschreiben. Bedenkt aber daran, dass wir folgende Spieler nicht mehr küren können als besten Spieler: Jovic, Boadu, Müller und David Alaba. Also möglich sind auf jeden Fall ein Joshua Kimmich, ein Ribery, ein Robin, ein Havertz, ein Kamavinga und natürlich ein Serge Gnabry. Also da habt ihr genug Optionen. Schreibt es mir gerne rein und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt PES 21 und morgen mit dem BVB geht es weiter in Champions League Finale. Das wird auch eine coole Geschichte. Bis dann, macht es gut und ciao.